Folgendes, wir spielen jetzt Ritter. Und machen nur Speere. Speere und Rüstung. Okay, ich habe keine Lust mehr hier. Das hat sich ja übel. Also wir machen ja Schaden, aber das sind zu viele. Wann ist Sport? 12. Ist schon um 12? Nee. Das wäre sick. Hätte ich auf jeden Fall angerufen. Ja, immer nur Speer. Boah, das läuft aber gut. Guck ihn ja an. Look at him. Ihr Tech-Speed ist ein bisschen lost. Aber wenn du One-Hitest, brauchst du ja keine Tech-Speed. Richtig? Oh mein Gott, das sieht echt nicht gut aus. Generell finde ich Level 14. Naja, es ist schon. Also, man gibt. Also, die Ranged Weapons hier. Die sind schon sehr imbalanced. Die Ranged Weapons in dem Spiel sind schon sehr strong. Muss ich sagen. Also, auch mit diesen extra. Also, dass die. Ich finde, der Ausgleich sollte bei Melee Weapons auf jeden Fall der Damage sein. Und das ist es auch. Schadensmäßig sind die ja sehr gut. 39. Na, müsst ihr vorstellen, die. Das Maschinengewehr macht jetzt 3. No. Aber Attack Speed ist natürlich dann der Preis, den man zahlen muss. Und der AOE-Schaden ist halt auch ganz seltsam. Ganz seltsam auch eingeschränkt. Ich finde die Idee cool, dass er halt Level 2 Waffen bekommt. No? Das finde ich ganz nice. Ja, wir machen einfach full Spear, Leute. Spear, Armor, was automatisch Damage ist. Weil das ist zum Beispiel sehr gut, ne? Wenn du so Stat-Konvertierung hast. Und du holst einen Stat und kriegst einen anderen. Und davon auch noch viel. Das ist schon eine Dream-Situation. Auch wenn ich natürlich hier mehr Attack Speed erhofft hätte. Was ist der eigentlich? Das ist einfach nur primitiv, ne? Scheiße, was war primitiv nochmal? Ach, einfach nur Leben. Ja, gut. Das ist ja nicht schlecht. Das ist ja nicht schlecht. Bei Vampire Survivors kann man Knoblauch um Projektile abzufangen. Ich glaube, Projektile abfangen, dann wäre es jetzt hier zu leicht. Also es wird wahrscheinlich sowas geben. Irgendwann mal. Aber ich finde es auch zu... Ich finde, die Projektile sind ja genau das, was das Spiel ja auch schwer macht. Hier die alle umzunieten, ist ja kein Problem. So. Später hast du auch so viel Schaden, dass du ja wirklich alle sehr, sehr schnell tötest. Aber die Einführung der Gegner, also dieses Gegner-Types, der schießt und nicht auf dich zielt. Das ist der gefährlichste. Es sind tatsächlich die, die nicht auf dich zielen. Ein super Brett. Oh, das läuft aber hier gar nicht gut. Scheiße. Genau. Also die nicht auf dich zielen, sind tatsächlich sehr, sehr toxisch, weil irgendwann halt alles vollgeschissen ist. Auch diese Gegner, die irgendwie so, die so explodieren. Und dann kommen halt super viel rote Kacke raus, weil das Ding ist halt, die machen halt, also diese roten Geschosse machen halt die hier. Na, machen tatsächlich teilweise mehr Schaden als, ja, als so ein Melee-Angriff von denen. Ja, wir brauchen hier nur Tech-Speed, Leute. Ganz viele Tick-Speed. Die hier meine ich, die sind extrem nervig. Ich glaube, der AOE-Effekt ist auf jeden Fall sehr, sehr nice von den Waffen. Gerade wenn sie tatsächlich in alle Richtungen gehen. Was will ich nehmen? Ja,
Ja, hier würde ich mal einen Tick-Speed nehmen. Ist okay. Crit. Ich weiß nicht, ob ich Crit brauche. Ich glaube nicht. Das Schöne ist ja auch, dass ich ja durch... Man kriegt Safe Level 2 Sachen, ja, übel krass schnell leveln kann. Ja, also nicht nur, dass du halt Level 2 schwerer hast, sondern die dann entsprechend auf 3 und sowas zu bekommen, sollte ja eigentlich ziemlich flott gehen. Das wäre schon ganz cool. So, und der Traum ist dann natürlich, One-Shots zu erzeugen. Bei denen wäre natürlich noch krasser, bei denen weiß ich aber die HP nicht. Also auf jeden Fall weit über 100. Das würde ich jetzt safe so sagen. Danke für den Sub. Das ist sehr, sehr freundlich. Okay, das sah gut aus. Weizen. Rüstung, auch sehr gut. Ritual ist gut. Bei Ausweichen bin ich mir nicht ganz sicher. Hier. Gefällt auf jeden Fall die Ernte. Schau dann schau nochmal an wegen der Tick-Speed. Ja, der kriegt halt nicht viel, ne? Aber ist auch fair, muss man sagen. Also er hat ja oben diese Rüstungsverwertung, ist halt brutal. Dass wir pro Rüstungspunkt, Rüstung sehe ich schon worth, Nahkampf, also diesen Attack-Speed-Nachteil muss es geben. No. Und dass er kein Bauer sein will, ist natürlich auch klar. No, aber das macht das hier halt so schwer. Aber, no. Das ist auf jeden Fall sehr geil. Und Glück ist halt auch weird. Dankeschön, by the way. Glück ist richtig weird. Das nehmen wir mal mit, der Base-Schaden sehr hoch ist. Dankeschön. Ihr müsst den Boost-Train nicht eingehen. Aber wenn das macht, freue ich mich natürlich. Aber auch da hätte ich gerne mehr Statistiken. Es steht zwar da, du hast jetzt dadurch 1000 Leuten wird es mehr empfohlen. Da hätte ich gerne in den Analytics, wo da steht, es wurde so und so viele Leuten empfohlen. Und so viele neue Zuschauer sind durch die Empfehlung tatsächlich als Unique Zuschauer registriert worden. Das hätte ich gerne. Dass ich da so richtig... Ich meine, Twitch ist schon auch eine Nerdy-Plattform so. So ganz klar. Und ich finde, das sollte man auch in so etwas ausleben. Ja, das wäre schon nice. Nice Popeyes. Sparschwein, scheiße. Ich nehme mal das, weil ich die ganze Zeit sterbe. Okay. Das Spiel ist mit einer Stunde spielbar. Einer Stunde spielbar? Verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, die Worlds-Finale. Habe ich nicht geguckt, Leute. Habe ich zeitlich nicht geschafft. Ich bin einmal 4 Uhr wach geworden. Einfach aus Reflex. Aber da stand es gerade 1:1, aber ich habe nicht geguckt. Eine Hand. Ja, da ist natürlich so ein Ab. Aber ist mit einer Hand spielbar, ja. Also ich muss hier nicht zielen. Was mache ich nebenbei mit der Hand? Ja, das ist da. Also ich trinke hauptsächlich Kaffee. Oh, look at that. Deswegen ist ja Brutato auch eins der besten Kaffee-Games. Na, es hat seine stressigen Momente. Für eine Minute ist hier richtig Krieg. No. Und dann ist aber auch wieder Chillung. Ich habe sehr wenig bekommen, by the way. Welle 9, nur ein Level, ist schon terrible. So. Angriffstempo, ja. Wie gesagt, die Angriffstempo-Verwertung ist halt sehr, 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 sehr bad. Das ist... Oh, da ist die Donner, das Donnerschwert. Der Gegner getroffen. Spawn 2 Projektil, die einen Schaden verursachen. Nee. Wir spielen Speer-Only. Alien Baby.
Boah, schaffe ich das? Anna. Glaubt ihr an mich? Ihr glaubt an mich. Let's go. Don't stop believing, sag ich immer. Ist der Level am auch noch gemacht? 5 Leben muss reichen, Leute. Dann brauchen wir auf jeden Fall irgendwoher noch Lifesteal. Also wenn etwas fehlt, Leute, dann ist es Lebenswiederherstellung. Auch somit das coolste Item, ne? Sowas liebe ich halt auch sehr, sehr doll. Wenn ein Item dir etwas gibt, und das ist hier für wenig Geld 3 Leben, und dann ist aber der Nachteil halt sehr, sehr lustig. Aber counterbar durch Skill. Ja. Durch Skill und gute Planung. So, okay, also ich merke schon, Speere machen ihren Job. Wir haben leider noch nicht den Breaking Point erreicht, dass wir diese großen One-Shotten. Ich glaube, wenn wir die großen One-Shotten würden, dann wäre das schon deutlich besser. Das nehmen wir auf jeden Fall. Rüstung, ne? Aber wie viel Rüstung wollen wir denn noch nehmen? Ich weiß, Angriffstempo verwerte ich ganz schlecht, aber ich muss es kaufen trotzdem. Also. Do it. So, das ist jetzt ein terrible item, ne? Jagdtrophäe. Ja, Jagdtrophäe ist ein geiler Gegenstand. Aber können wir nicht machen. Können wir leider nicht machen. Das ist auch ein geiler Gegenstand. Mehr Damage. Ich meine, der Vorteil hier ist, wir kriegen auch weniger abgezogen. Das ist cool. Ich habe jetzt nur ein Ernte verloren gerade. Wir sind nicht mal im Negativen. So, oh, das ist gut. Das ist ein gutes Zeichen. Wobei, das waren jetzt auch alle 6 gleichzeitig, ne? Aber das ist das, was wir wollen. Wir sehen diese großen Kackdinger. Und die sterben very fast. No. Jagdtrophäe hätte ich gestern 4 Stück. Ja, wenn du einmal so im Crit-Land bist, dann ist geil. Aber wir sind halt sehr weit davon entfernt. Ist auch cool, dass man dann durch das Freischalten von neuen Items sich tatsächlich auch Charakter sich nochmal neu gut spielen lassen. Na, der Irre zum Beispiel, der halt übelst krass, oh lol, der übelst krass mit Messern hantiert, der ist ja halt ziemlich nice, weil die Crit-Chance ja auch relativ hoch ist, oder sehr hoch. Dann holst du halt Shurikens, weil du hast ja eine Chance, dass mehr Items droppen, wenn der Crit ein Last-Hit ist. Aber bei 100% Crit ist natürlich mit einem Last-Hit-Crit sehr easy, sehr angenehm. Ja, wir müssen trotzdem Angriffstempo nehmen. Das ist jetzt weird, ne? Weil das ist weird. Vier Nahkampfschaden ist jetzt schon gut, weil der Nahkampf wird ja auch 1:1 verwertet. Das kostet ganz schön viel. Weil wir, die 10 Ernte ist halt... 10 Ernte ist halt 1 Ernte. Ich glaube, wir müssen das weglassen, den Weizen. So, dann gucken wir uns jetzt mal die Unterschiede an. Also, wir haben hier 81. Oh my god. Und er hat sogar mehr Range. Das ist auch cool. Das ist auch gut. Ausweichen. Mache ich ausweichen? Wir spielen auf jeden Fall super tanky, ne? Guck mal, aber das schaffe ich sogar, den zu töten. Ich will auf jeden Fall seine Homies erstmal alle killen. Nur dieses Rumgeschieße von ihm stört halt übelst so. Aber dafür haben wir ja auch viel Rüstung, ne? Wir müssen bloß die Rüstung mit Lifesteal kombinieren noch. Das ist halt ganz nice. Warte mal, der hat so einen kleinen Sprintanfall und dann ist er wieder langsam. Da war ich jetzt ein bisschen zu greedy. Okay, wir haben es. Huhn voll AP. So, okay. Das war schon mal gut. Nicht nur, dass wir die Welle 12 immer gefeedet haben, wie so ein Idiot.
Sondern jetzt haben wir auch... es hat viel Schaden, ne? Das können wir nicht nehmen. Geschosse. Ist auch Quatsch, ne? Ich meine, es ist 10% Schaden. Angriffstempo wird schlecht verwertet. Crit sind wir eh schon in den Negativen. Das ist ja 10% Damage, ne? Da müssen wir es nehmen. So, Leben nehmen wir auch noch ein bisschen mit. Mehr Damage. Das nehmen wir auch. Was ist denn 16 Rüstung, ne? Wie viel sind wir denn? 52, holy shit. Terbonus ist wirklich arg schlecht. Ritter OP im Gegensatz zu Gladiator. Also ich finde Ritter auch 100 mal besser als Gladiator gerade. 100 Milliarden mal besser. Also er kriegt halt gute Bonus-Sets. Ne? Der Gladiator findet halt verschiedene Waffen cool, aber die Synergie dann hinzukriegen ist super schwer. Und der Speer hat ja den großen Vorteil. Speer ist ja offiziell eine Ranged Weapon, wie man hier sehen kann. Mit einer super weirden Hitbox. Und vor allen Dingen, unser Attack-Speed ist eh nicht hoch. Aber wir kriegen halt extrem viel Tankiness und Schaden hin. Also hier 154 rauszuballern. Also wie gesagt, Threshold ist 200. Dann wird es richtig nice. Oder 300 eher. Wenn wir diese Charger da one-shotten, dann sind wir Gucci. Alien Baby. Ja, können wir nehmen. So, ich weiß, Angriffstempo sagt Ass, aber was soll man machen? Das ist übel, gell? Das finde ich auch, das finde ich auch mit das Beste, was die bekommen können. Plus 6 Nahkampfschaden für 125. Das ist schon gut. So, ein bisschen mehr Damage. Das hier würde ich halt auch gerne mal gehen, aber das macht halt nur 2 Schaden, ne? Auf dem Modus ist 2 Schaden leider nothing. Also wirklich nothing, nothing. So. Welcher Schwierigkeitsgrad ist das? Ja. Guck mal, der hat auch Speere. So. Aber bei ihm sind... Ich weiß nicht, ob das eine gute Waffe wäre. So für mich persönlich jetzt. Wäre es eine gute Waffe, wenn ich... Wenn meine Speere... Random wären, ist die Frage. Okay, also ich krieg die ganze Zeit Damage. Das ist schon super unangenehm. Noch halten wir durch. So, wunderbar. Okay, hallo. Wer möchte sterben? Offensichtlich ich. So. Okay. Ja, das lief so mittel. Aber mittel ist hier noch gut. Oh, das nehme ich. So, was ist das? 20% ausweichen. Das ist schon terrible, aber wir nehmen es, glaube ich, trotzdem. So ein bisschen Nahkampfschaden zu verlieren, ist jetzt, glaube ich, keine so große Tragödie. Kaffee. Ja, ich glaube, wir sind gut dabei. Der hat noch nicht 200 Schaden, aber ist auch nicht weit weg davon. Was macht negatives Ausweichen? Nichts tatsächlich. Wie viel können wir gehen? 60 oder so? 60 ist immer noch Dodge, ne? Ja. Das Dodge Limit. Bang, 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 bang. Ich habe das Gefühl, dass er so ein bisschen Attack Speed mäßig wie so stehen bleibt. Und dazu sich von dem Vogel angekackt. Das wäre krass. Also, so, folgendes. Das können ja die Entwickler machen. Du gehst ins Negative mit Ausweichen und diese roten Kugeln, die da fliegen, haben dann entsprechend, je nachdem wie negativ du bist, eine Chance, Heat-Seeking zu sein. Und dir einfach hinterher zu fliegen. Das könnte man machen.
Und wenn Ausweichen im Negativen ist, fliegt dir der Shit hinterher. So, sofort anziehen, es fallen gelassen wird. Also, das verstehe ich nicht so richtig, ne? Aber wollen wir das mal angucken? Wollen wir das mal sehen? Ich würde es gerne mal sehen. So reine Neugier ist das quasi. So. Element. Also das war Quatsch, ne? Ich würde mir Rüstung kriegen, ne? Rüstung wäre jetzt auch zwei Nahkampf. Könnte das Klebeband tatsächlich eigentlich kaufen? So, weil das ist, glaube ich, ein cooles Gefühl, so. Oh. Aber man kriegt nicht, die Heilung fliegt nicht, oder? Oder fliegt die Heilung erst, wenn man Schaden bekommen hat? Nee, die Heilung fliegt nicht. Ah, gut. Aber es hat ja hier trotzdem was Cooles. Gerade mit dem... Was war das mit dem Affen oder so? Gab es nicht den Affen, der dann heilt? Wenn du etwas einsammelst? Oder halt auch dieser Elefant? Also generell die Tiere? So, das sieht doch gut aus. Spielt sich gleich so schön smooth. So. Ah, komm. Also, da muss man auch sagen, dass der Ritter sehr nice ist. Dass wir natürlich hier die ganze Zeit die Sachen kriegen. Auf Stufe 2 macht das Leveln extrem angenehm. So, und Damage-wise ist das ja auch geil, ja. Es reicht noch nicht ganz aus, um die zu killen. Seht ihr das, wie tanky die sind? Dann noch mit dem Schild da. Ich hätte gedacht, dass ich hier viel härter rasiere. Aber ich komme ja nicht mehr. Also ich könnte den Schaden noch erhöhen durch Crit, aber das schaffe ich halt nicht mehr, ne? Crit ist jetzt schon geil, ne? Crit bei hohen Base-Schaden ist halt einfach schön guten Tag. Double Damage. Wie gefällt Ihnen Double Damage? Vielleicht sogar Triple Damage. Es gibt ja auch sogar noch bessere Verwertung. Ich glaube, den schnellsten Run, den ich bei Gefahr 0 mal hatte, war irgendwie auch, da war irgendwie so ein paar Sekunden oder sowas mit dem Irren. Weil die Messer halt so heftig kritten. Hm. Ah, die Order. Ey, die Order, die Order. Alter, was ist denn das für ein Tempo? Wait, hab ich irgendwas Komisches eingesammelt? Der hier Welle 19 ist auch jetzt nicht so angenehm. Das ist aber gerade sehr unangenehm. Muss ja auch nicht sein, oder? So, 22 Sekunden haben wir noch. Ja, den sollte ich tot kriegen, oder? Der scheint ja mit seinem eigenen Tempo auch nicht wirklich klar zu kommen. Kann das sein? Okay. Ist ein bisschen komisch, ne? Du killst den Boss und dann wirst du durch so eine kacken Minions hier. Ich habe nicht mal ein Level gekriegt. What the? Oh, das ist ärgerlich. Das ist gut. Ach, das ist auch gut. Oh, also... Das ist krass. So.
Das ist Pork. Aber es ist immer noch nur 175, ne? Nicht bad. Aber überragend. Auch nicht. Ich weiß übrigens nicht das Item, was wir kriegen. Deswegen überlege ich, eine Prediction zu machen. Ach, wir machen immer mehr, weil wir dieses Weisheitsding haben, ne? Das ist geil. Also ich würde sagen, es hat auf jeden Fall etwas mit Nahkampf zu tun. Oder Rüstung. Ich glaube, das wird das Item sein, was der Ritter mir dann gibt, falls ich den Win hinkriegen sollte. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Lebenswiederherstellung, das merke ich. Aber man merkt diesen Breaking Point, ne? Sobald wir über 200 sind, spielt sich's auch smoother. Wir fangen ja bloß nur mit minus 20% an, das ist das Ding. Dodge, das können wir sogar nehmen. Sammelreichweite ist natürlich jetzt komplettes Keck. Lohnt sich gar nicht, ne? Scheiße. Oh doch, das war gut. Doch, das war worth. Rüstung hätten wir auch noch nehmen können. Okay, let's go. Ich bin sehr langsam eigentlich gerade. Also langsam habe ich das Gefühl, Friendly Fire könnte man schon einführen. Scheiße. Irgendwann habe ich schon das Gefühl, dass vielleicht lieber Survival Mode besser wäre. Aber wir machen den ja beiden gleichzeitig auch Schaden, ne? Das hat ja auch einen Vorteil. So. Tankiness. Die ist schon da. Der hier ist sehr unangenehm. Kann der bitte sterben? So, schön. Geh mal hier zu den Boy mal ganz kurz, ja. Einfach nur mich zu healen. So, und der Typ ist jetzt natürlich super unangenehm, ne? Ich meine, ich muss ihn nicht machen. Aber ich habe schon Bock. We did it! What? Plasma, okay, damit habe ich gar nicht gerechnet. Es ist schon mal ein Nahkampf. Aber nochmal eine Explosion, zwar passt ja gar nicht. Elementar.